Ist das nicht herrlich? Das Rauschen des Meeres. Da hinten ist meine Nache. Ein kleiner Nachen. Ja. Und jetzt geht's weiter im 12. Teil. Schauen wir mal. Wir müssen also noch ein paar Heringe finden. Und als Proviant für unseren Koch Jonathan und für unsere Mädels im Dorf. Da haben wir doch schon mal einen Hering. Und nochmal. Und da hinten ist auch ein Molly-Ratti. Schauen wir mal, ein bisschen näher rankommen hier, gucken. Ich habe heute die Lampe mal nicht an. Ja, bevor der auf mich zukommt, machen wir mal wieder richtig schön anspeichern. So, und ich sag mal im Vorfeld, wenn das hier, wenn ich hier zu oft sterben sollte oder überhaupt, dann werde ich das hier im Post-Processing nochmal raffen. Also zack, das sieht schon mal ganz gut aus, dass wir den ersten killen. Hervorragend. Perfekt. So, ein bisschen was essen. Wir haben ja unser Fleisch vorbereitet. Wunderbar, schade, dass ich kein Salz und Pfeffer hier auf der Insel gefunden habe, denn das wäre richtig schön gewesen. Das macht das Ganze nämlich schmackhafter. Ja, also. Ja, hier ist noch eine Klappmuschel. Oh, da sieht man das gar nicht so auf ersten Blick, oder? Jetzt gucken wir erstmal unseren Fischbestand an. Das heißt Fisch- und Heringsbestand. 15 Heringe, wir brauchen noch 5. Fisch, na, 34 Fische. Gut, schauen wir nochmal hier, ob hier noch irgendwas... Meistens liegt hier irgendwas noch rum im seichten Gewässer. Ah ja, siehst du? Klappmuschel. Hering, jetzt haben wir 16 Stück. Oh, da hinten ist auch nochmal was. Fisch, Hering 17. 18. Oh, noch 2 Heringe, Leute. Ja. Bei dem Hering, den ich immer aufsammle, mache ich den sozusagen den Bückling. Ja, Bückling ist, glaube ich, auch ein umgangssprachliches Wort für Scholle, glaube ich. Oder ein Plattfisch. Kann das mir einer mal bestätigen? Schön, diese Gischt. Obwohl, ich sehe sie nicht, die Gischt. Dann auch eigentlich eine ruhige See. So, Moli. Gimmi. So, am besten immer bergauf kämpfen. Na, komm her. Eugi. Was redet der? Läuft doch. Läuft. Hä? Oh, 5 Fleische. Äpfelchen. Bisschen Vitamin C zu einem nehmen. So, jetzt nochmal hier gucken, ob ich hier noch einen Fisch verpasst habe. Da hinten noch. Immer am besten in allen Ecken und Kanten gucken. Dann läuft das. Lalalala. X-Fisch. Blindfisch. Oh yeah! Habe ich vergessen zu speichern. Na klasse. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das trotzdem noch hinkriegen. Oh, das sieht gut aus. Und ein Schlag und fertig ist der Morad. Ah, Leute, das ist richtig schön heute. Ja, passt doch. Draußen ist ein bisschen Sonnenschein, dann bezieht sich's wieder, dann regnet's mal. Also ein richtig schöner April. Ich weiß gar nicht, wie ihr den April überhaupt so empfindet. Mal total heiß, es waren teilweise bis zu 27 Grad im Schatten. Und es knackst wieder. Ich höre was. Da ist was. Ist doch was. Hornmuschel. Und da hinten ist noch ein Molly.
bewegt sich nicht, doch. Er frisst. Da ist ein Fisch. Ah, ein Hering. Ah, da. Mein Gott. Kann das sein, dass wir jetzt 20 Heringe haben, liebe Leute? Liebe Leute von heute? Schauen wir mal. Na, wo sind wir denn? Hä? Hier mit den Dings. Hallo, 37 Fische. Wo sind die Heringe? Da. Leute, wir haben 20 Heringe. Yes, 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 yes. Sehr gut. Oh, yeah. Aber trotzdem werden wir mal weiter alle Mole Rats vernichten. Shit, das war nicht gut. Ja, und zack, drüber. Braucht man so lange zum Kämpfen? Okay, Perfektor. Konfiko. Schinken könnte man auch mal essen, ne? So, nochmal genau gucken. Jetzt mal gerade ein bisschen das System geleckt. Weiß ich jetzt nicht. Nee, bis jetzt ist es noch okay. Ah, kommt mal vor. Ich habe auch einen ziemlich alten Rechner, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem noch. Leute, wie viele Morads sind es denn noch? Das muss ich, glaube ich, doch noch raffen. Okay, ab der Stelle werde ich es raffen. Wir haben ja die 20 Fische, ja. Haben wir ja sozusagen bekommen. Gut, okay. Aussieht, habe ich jetzt alle Morads erledigt. Hier bin ich ja von der Seite mal gekommen. Wir haben schön viel Erfahrungspunkte gesammelt. Oh Gott, jetzt fehlen mir nur noch unheimlich viele Erfahrungspunkte. Bis 3000. Und 605. Oh, was ich gesehen habe, ist, das sieht aus wie eine Höhle hier, ne? Ja, aber da ist noch einer am Futtern. Okay. Gucken wir mal. Wollen wir das riskieren? Okay, diesen Kampf werde ich nochmal live zeigen. Und ungeraffter Version und ungekürzt. Wollen wir mal gleich an Tire machen. Okay. Läuft. Läuft doch, Leute. So. Hier noch eine Heilpflanze. Das ist eigentlich Unkraut. Das bringt gar nichts. Lebensenergie. Feuernessel, Mana-Bonus. Ach, machen wir eine Bosch. Also hier. Rum, schick mal ne Buddel rum. Und Mischelche. Gucken, was ist denn hier noch alles für... Okay, das ist ein Mini-Rum. Nein, das ist Rumgefäß vielleicht. Oder ach, hier. Ach, die stecken noch drin. Steckten mitten im Boden drin. Da guckte nur noch der Flaschenhals raus mit dem Verschluss. Leute. Okay. Ja. Nachher steckt da noch viel mehr rum drin. Unten. Kann auch sein. So. Wir haben jetzt die Brote und die Fische. Nein, Quatsch. Wir haben jetzt die Fische und die Heringe. Ja, ergo.
Zurück nach Hause. Zurück nach Hause. Zu dem kleinen Nachen. Zu dem Fischerboot. So. Ich freue mich schon auf die Post-Production und die Nachbearbeitung. Und hier, ab hier werde ich nämlich wieder das Ganze jetzt rennen. So, angekommen. Herrlich. Wir sind wieder da. So, Fred. Hey. Gott, du. Hier, deine Heringe. 20 Stück. Prima, Roland. Ich danke dir. Und war doch gar nicht so schwer, oder? Nee, war wirklich kinderleicht. Siehste, hatte ich dir ja gesagt. Ehrlich. Kinderleicht. Hatte ich dir ja gesagt, apropos Quest Fischfang, ich sollte auch mal das Logbuch aufmachen. Erfüllte Mission. Fischfang. Perfekt. Heißt also, die Mädels kriegen von ihm jeweils die 6 Fische. Apropos Mädels, schauen wir noch mal nach Charlotte und Dorothee. Ach, Dorothee ist ja oben. Oben auf dem Feld. Gucken, ob es ihr jetzt besser geht. Muss die Knackser rausfiltern. Hey, du! Nervt. Okay, Charlotte hat nichts zu sagen mehr. Ich wollte gerade sagen, ich muss die Knackser rausfiltern. Das nervt nämlich. Da wollte ich schon die ganzen Folgen was davon sagen, darüber sagen, denn immer. Wer sagt denn sowas? Wenn ich bearbeite. Ach, das ist Dorothee. Mhm. Na, Anna, wie geht's? Na, Anna, wie geht's? Ach, danke, Roland. Es geht. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, schön. Anna, du bist so fröhlich heute. Na? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ja, die zeigt mir nur deine Ware. Ware. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Braucht man nix. Ende. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. So, wir haben ja schließlich im Logbuch die Lebensmittelbesorgung zu machen. Und dann gehen wir mal hoch zu unserem Koch Jonathan. Mal zur Burg. Und schauen wir mal. Das ist ja schrecklich. Auf zu Jonathan. Und auch hier. Wenn nichts weiteres passiert, werde ich an dieser Stelle mal. Also, bis später. Jetzt sind wir wieder hier. In der Burg. Da, wo es prasselt. Da fallen auch die Knackser nicht auf. Nee, ich muss sie wegfiltern immer im Nachhinein. Weil gerade bei ruhigen Passagen knackt das wie Hölle. Es wurde schon gesagt, das liegt an den doch nicht so ganz so tollen Aufnahmen. Auch teilweise. Aber da ich so ein Perfektionist bin, habe ich da so ein Audioprogramm, wo ich deklippen kann. Das ist eine, ist so ein Plugin für. Und da kann ich halt eben, wie beim wie bei einer Schallplatte, kann ich dann sozusagen die Kratzer heraus lösen, herausfiltern. So, das ist unser Schmiedchen. Das ist der Tier da. Aber wir wollen ja zu Jonathan. Er ist ja irgendwo am Kochen. Aber der ist auch irgendwo woanders immer. Ich wäre mir da nicht so sicher. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Weißt du, mir geht's. Hoffentlich weiß ich noch, wo Jonathan ist. Wer erzählt denn sowas? Das höre ich zum ersten Mal. Meine Meinung will ja keiner hören. Immer wieder das Gleiche. Weiß gar nicht mehr, man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das sind doch alles nur Gerüchte. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich habe da so meine eigene Meinung. Ich könnte dir Sachen erzählen. Wird sich das jemals ändern? Man erzählt sich ja so einiges. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Sag nicht, das hast du nicht gewusst.
So, schauen wir mal. Das war keine große Sache. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hier sind die Leutchen. Das ist doch nichts Neues. Die Probleme habe ich kaum. Wo hast du denn das schon wieder her? Das will doch keiner wissen. Wird sich das jemals ändern? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Das gibt doch nur noch mehr, ja. Das höre ich zum ersten Wir Mal. Wir können nur abwarten. Er stellt sich das immer so. Ich wundere mich über gar genau nichts Genau das habe ich auch gesagt. Genau. Mal gucken, ob Bruno was zu sagen hat. Warum hört eigentlich keiner auf mich? So das wundert mich nicht. Das hätte er doch besser wissen müssen. Glaubst du wirklich? Guck mal, mach. Wegen der Grundausbildung. So ja, was ist damit? Das ist doch alles nur Gerede. Ich kann das nicht mehr hören. Noch nicht. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Warum hört keiner auf mich? So, wo ist Jonathan? Er war doch am Kochen irgendwo. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dann geht's ja zu den Räumen, den Schlafgemächern. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ach so, ja. Ha, 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 Sackgasse. Immer wieder das Gleiche. Ich kann das nicht mehr hören. Wer erzählt denn sowas? Sag nicht, das hast du das nicht. Kann ja nicht ewig so weit. So, wollen wir mal gucken. Gucken, Jonathan, hier, okay, hier gibt's ja Waffenverkäufer. Genau, das habe ich auch gesagt. So, haben wir denn. Das war Kuno. Ja, gut, okay, der wird auch nichts sagen. Habe ich im Gefühl, denke ich mal. Ah, hier ist der Holzturm. Gut. Da muss man nochmal zuhören. Da wird ja auch wohl das Gefängnis sein. Ah, Mann. Das sind doch alles nur Gerüchte. Oder? Das habe ich früher auch immer gesagt. Ach, das sind wieder die Schlafgemächer. Man erzählt sich ja so einiges. Das hat er wirklich nicht mit. Das war keine große Sache. Genau das habe ich auch gesagt. Ich habe für sowas keine Zeit. So, hier ist die Küche. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Und da hinten ist doch hoffentlich der Jonathan. Da ist er. Ich bringe dir die Lebensmittel. Ich bringe dir die Lebensmittel, die du bei Jutta bestellt hast. Danke, Roland. Auf die habe ich schon gewartet. Dann mal her damit. Das Geld dafür hat Jutta übrigens schon von mir bekommen. Immer wieder das Gleiche. Ach, schön. Warum erfahre ich das jetzt erst? Aber noch ist es nicht abgeschlossen. Ach so. Jetzt kann ich noch mal bei Jutta vorbeischauen. Das werden wir dann auch wohl machen. So, denn da. Das hätte er auch dann selber mal zu Jutta vorbeischauen. Das heißt also wieder. Schnell raffen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zu tief gehe, weil. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das hat er wirklich nicht. Oh, so langsam kenne ich mich hier aus. Hoffe ich doch. Ja. Genau das habe ich auch gesagt. Okay. Ich habe so meine eigene Meinung. Immer wieder das Gleiche. Das ist eine schlimme Sache. Wirklich ist alles. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich hab so einiges ich gehört. Ich bin mir da nicht so sicher. Irgendwann muss das ja. Glaubst du wirklich daran? Daran wird sich nie etwas ändern. Rekrut. Das war doch klar. Glaubst du wirklich daran? Und wir werden jetzt mal im Schnelldurchlauf zu Jutta rennen. So, an dieser Stelle, jetzt sind wir wieder bei Jutta, beziehungsweise hier im Dorf, es ist sehr nieselig, es regnet und soll ich euch was sagen, ihr habt wahrscheinlich schon bei mir hier gesehen, hier bin ich dunkler geworden, draußen regnet es auch, fängt es gerade an, vorhin war es ein bisschen sonnig und jetzt regnet es, okay, dann machen wir den Abschluss jetzt nochmal mit Jutta. So, alles erledigt. Jonathan hat seine Lebensmittel bekommen. Ich danke dir, Roland. Du hast mir sehr geholfen. Zum Dank gebe ich dir dafür 3 Heiltränke, die mir mal jemand als Bezahlung gegeben hat. Mit denen kann ich sowieso nichts anfangen. Die kannst du sicher besser gebrauchen als ich. Ah, schreckliches Wetter. Ich finde, es ist Zeit, reinzugehen. Vielleicht bei Jutta irgendwie kuschelige Bettchen. Oder auf den Sessel und mal ein bisschen hier aufwärmen. War möglich ist anders. Ja, dann bis zur 13. Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und schreibt mir in die Kommentare einen Daumen hoch und abonniert mich. Erzählt es weiter. Bis zum 12. Teil. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao und für den König.